Die weltweite Verteilung menschlicher Hauttöne passt zu den Daten der Intensität von UV-Strahlung. Am Äquator, wo die Strahlung am höchsten ist, schützt dunkle Haut vor Strahlungsschäden. Dennoch können die Menschen unter Einwirkung von Sonnenlicht genug Vitamin D produzieren. Weiter im Norden ist hellere Haut von Vorteil. Trotz geringer Sonneneinstrahlung kann ausreichend Vitamin D gebildet werden. Die weltweite Verteilung menschlicher Hauttöne passt zu den Daten der Intensität von UV-Strahlung. Am Äquator, wo die Strahlung am höchsten ist, schützt dunkle Haut vor Strahlungsschäden. Dennoch können die Menschen unter Einwirkung von Sonnenlicht genug Vitamin D produzieren. Weiter im Norden ist hellere Haut von Vorteil. Trotz geringer Sonneneinstrahlung kann ausreichend Vitamin D gebildet werden. Die weltweite Verteilung menschlicher Hauttöne passt zu den Daten der Intensität von UV-Strahlung. Am Äquator, wo die Strahlung am höchsten ist, schützt dunkle Haut vor Strahlungsschäden. Dennoch können die Menschen unter Einwirkung von Sonnenlicht genug Vitamin D produzieren. Weiter im Norden ist hellere Haut von Vorteil. Trotz geringer Sonneneinstrahlung kann ausreichend Vitamin D gebildet werden.